Ja, mal eine ganz coole Geschichte, die mir nebenbei eingefallen ist. Pardon. Wenn man zum Beispiel jetzt ist das hier gerade YouTube und das ist mein Analytics-Programm und hier werden die ganzen Videos, die derzeit laufen, die werden jetzt hier gerade gezeigt und tja, das heißt für den armen Rechner richtig viel Stress. Richtig viel Stress. Gucken wir uns das mal im Taskmanager an. Das sieht dann so aus. Manchmal volle Auslastung, je nachdem, was gerade hier erneuert wird. Hier, man sieht es gerade und und. So, jetzt mache ich mal Pause und dann zeige ich mal was ganz Cooles, was mir noch eingefallen ist. Achtung, ach so, ja, die WLAN-Auslastung, alles geht, ne? Das ist nicht so schlimm. Aber die Rechnerauslastung ist hoch. Das heißt, hier habe ich ja die CPU angezeigt. Der läuft immer am Limit und dann gibt es ruckelige Bilder und man kann gar nicht so viele Reiter öffnen. Ich habe hier Chrome zum Beispiel. Sodass das dann immer schlimmer wird. Und jetzt kommt gleich was Cooles. Ich mache mal kurz Pause und schalte um. So, ach so, ich stehe gerade ganz knapp vor 16.000 Abonnenten. Das finde ich schön. Auch vielen Dank an euch. Das nebenbei. Aber das war ja nicht der Grund. Jetzt Achtung, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe eine Remote-Desktop-Verbindung hergestellt. Hier, man sieht meinen anderen Desktop. Und zwar, ich habe mir einen ziemlich schnellen PC gekauft. Den brauche ich für Cisco brauche ich den weniger, aber zu allem für SPS-Programmierung, TIA-Portal ist sehr rechenintensiv. So, und das sieht dann, hier, das gleiche, sieht dann so aus. Das juckt den nämlich gar nicht. Ich mache mal einen neuen Tab auf und mache mal, ja, das nervt natürlich. Und mache mal das gleiche, was ich eben gemacht habe. Und zwar wollte ich ja diese Übersicht haben, was gerade abläuft hier. So, das gleiche Bild, was hier abläuft. Gar nichts Besonderes. Ja, also das tut nicht weh. Das ist nicht schlimm. So, und was macht jetzt der eigene PC? Und das ist das Spannende. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin jetzt also wieder auf meinem PC und jetzt mache ich mal den Taskmanager an. Hier. Zack. Und das Ding ist kaum ausgelastet. Ja, das WLAN, ja natürlich, klar. Aber das ist ja nicht schlimm, das habe ich ja. Das heißt, ich kann meinen eigenen kleinen ollen PC, das ist ja, wer das noch weiß vom Unterricht oder den Vorlesungen, das ist ein ganz einfacher ja, Laptop von Lenovo, auf dem man auch schreiben kann. Den nehme ich also für meine entsprechenden Mitschriften und für die YouTube-Videos. Und der ist jetzt gar nicht ausgelastet. Ist also ab jetzt für mich das Mittel der Wahl, sodass ich sage, naja, dann nehme ich eben die Remote-Desktop-Verbindung, nehme meinen Wahnsinns-PC, der richtig schnell ist, und kann meinen eigenen PC entlasten. Also hier nochmal rausgenommen, ne, das ist der andere Desktop. So. Und wenn ich das Ganze auf dem ablaufen lasse, den juckt das überhaupt nicht, das ist gar kein Problem. Der schaltet auch ruckzuck um, das interessiert den auch nicht. Zack, ist alles da. Und das kann ich eben mit meinem eigenen, mit meinem kleinen hier nicht machen. Nochmal zurück zu dem und gucken wir uns nochmal an, wie das da aussieht. Wenn ich da umschalte, also von einem auf das andere, dann will er schon gar nicht richtig den Link haben. Dann dauert es. Und was macht hier der arme Taskmanager? Der zeigt mir gleich an, oh, jetzt hast du zu tun. Ja, also nimmt Papas PC oder nimmt einen guten PC, stellt eine Remote-Desktop-Verbindung her. Wie das gemacht wird, also da gibt es genug im Internet, muss ich nicht sagen. Und ihr könnt euren kleinen PC entlasten und könnt wunderbar zuschauen. So, naja, dann hoffe ich mal, es hat geholfen. Vielleicht kennt ihr das auch alles schon. Ich habe es jetzt für mich entdeckt, trotz der vielen Netzwerkerei. Aber naja, ich finde es eigentlich ganz cool. Läuft, macht Spaß, macht Sinn, ist schön und so weiter. Hier bin ich wieder auf meinem Ollen, ne? Ach, bis der mal umschaltet. Das dauert. Gut, jetzt müssten auch die Links erschienen sein, was noch alles so läuft. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.